herzliches Willkommen zum Festakt der Stadt Bad Premalle anlässlich der ersten urkundlichen Erwähnung Bad Premalles vor 700 Jahren. Fühlen Sie sich alle ganz persönlich begrüßt. Lassen Sie uns gemeinsam unsere Stadt zukunftsfähig gestalten. Dazu brauchen wir jeden Einzelnen von Ihnen mit Ihren Erfahrungen, Ihrem Wissen, Ihren Fähigkeiten. Eine Fremdenstadt und trägt es auf Schritt und Tritt zur Schau. Was ihm aber ein ganz eigentümliches Gepräge gibt, das ist das, dass alle Bade- und Brunnengäste, alle Fremden, die sich hier zusammenfinden, eigentlich keine Fremden, sondern märkische Nachbarn sind. Viel hat sich seitdem verändert. Die Postchaise mit Ledergeruch, mit der Fontane seinerzeit anreiste, gehört längst der Vergangenheit an. Genauso wie der Gesundbrunnen. Dennoch stellen wir heute fest, Bad Freienwalde bewahrt sich seine Geschichte. Von den Uchten Hagens über die goldenen Jahre der Bäderkultur, dem Andenken an die gekrönten Häupter und die hier residierten und an Walter Rathenau. Doch frei nach Egon Bahr fand in den vergangenen Jahren auch in Bad Freienwalde ein Wandel durch Annäherung, und zwar an die eigene Geschichte. Heute erleben wir wieder eine märkische Kleinstadt mit viel Charme und Authentizität. Bad Freienwalde hat seine Hausaufgaben gemacht. Mit Unterstützung von Bund und Land wurde umfangreich saniert. Die Türme der Bergstadt, wie Fontane die Stadt auch beschrieb, bieten einen fantastischen Ausblick auf die Region. Aber auch das Kurviertel und das Schloss mit der Walter-Rathenau-Gedenkstätte erstrahlt im neuen Glanz. Gleichzeitig, auch darauf dürfen Sie stolz sein, wurde kräftig in Sportstätten, Jugend- und Kultureinrichtungen investiert. Ebenso konnten Sie Ihr Gymnasium halten und Sie verfügen über einen gut gefüllten Veranstaltungskalender. Größter Erfolg der jüngsten Stadtgeschichte war aber unzweifelhaft die vorläufige Verleihung des Titels staatlich anerkanntes Moorheilbad im Jahr 2003. Ein besonderes Prädikat, das nur 8 Kommunen in Brandenburg führen durften. Der Bäderbetrieb ist für den Ort eine historische Konstante seit dem späten 17. Jahrhundert. Carlsson kehrte nicht aus dem Exil zurück, wurde als Psychoanalytiker berühmt und war sein Leben lang als Schriftsteller tätig. Bad Freienwalde besuchte er später häufig. Über seine Heimat schreibt er, und das ist das wunderbar Versöhnliche. Die Landschaft, in der man geboren und aufgewachsen ist, kann man nicht hassen. Sie erscheint wie in Träumen. Die Landschaft der Träume ist die Landschaft der Kindheit. Gleichzeitig stehen Stadtverordnete und Bürgermeister immer wieder vor der Aufgabe, laufende Kosten und Investitionen zu schultern. Lieber Bürgermeister, ich weiß, wovon Sie sprechen und auch ich jetzt spreche. Vor diesem Hintergrund geht die scheinbar unendliche Geschichte um den Abriss der Brücke, und für mich jedenfalls schon ins 5. Jahr. Ich weiß, dass Sie schon viel länger darüber. Bereits im September 2012 wandte ich mich mit einem persönlichen Schreiben an den damaligen Verkehrsminister Peter Ramsauer und warb um Unterstützung für den Abriss. Heute scheinen wir einen Schritt weiter. Damit sind wir wieder bei den Visionären zum Thema Kurhotel. Wenn ein Ressort wie die Bleiche im Spreewald bestehen kann, dann sollte dies auch in einer Bäderstadt vor den Toren Berlins möglich sein. Vielleicht kann sich ein Investor für die Planung eines Adlon in dieser Stadt begeistern. Den Badeort verpflichtet mit Anspruch und weltgewandter Gastlichkeit. Nutzen Sie diesen schönen Anlass, den 700. Geburtstag Ihrer Stadt, und feiern Sie mit Ihren Gästen. Herzlichen Glückwunsch und Gottes reichen Segen für Sie heute und für die kommenden Generationen. Gott behüte diese Stadt. Danke.
besonderer Hochachtung und Respekt bitte ich aus diesem Anlass Herrn Doktor der Medizin Maikus Maikiewicz auf die Bühne. Eingetragen wird in das Buch der Stadt als Würdigung, das geht ja nur kurz auf so einer Seite, Herrn Dr. Med. Maikus Maikiewicz für sein Wirken als langjähriger Rheumatologe und Badearzt der ersten Stunde. Herr Dr. Maikiewicz hat damit erheblich zur Kurortanerkennung beigetragen und die Stadt überregional bekannter gemacht. Die Stadt Breienfalde möchte sein aufopferungsvolles Engagement würdigen und dafür herzlich danken. Bad Breienfalde, den 30.04.2016. Ja, als Bürgermeister der Stadt Bad Pyrmont überbringe ich natürlich für den Rat und die Verwaltung meiner Stadt die herzlichsten Glückwünsche zum 700. Geburtstag der Stadt Bad Breienfalde oder wie es 1316 hieß, Frieden wollte. So ist es, glaube ich, damals vom Namen her geheißen. Zwischen unseren Städten besteht eine innige Freundschaft und Städtepartnerschaft, deren 25-jähriges Bestehen wir in 2015 hier zusammen in Bad Breienfalde haben feiern können. 700 Jahre, weil das vieles dazu gesagt haben worden, sind ja für uns Menschen ein schwer überschaubarer Zeitraum. Und unser eigenes Generationengedächtnis reicht ja meistens in die Erfahrung der Großeltern zurück. Und Herr Lehmann hat es gesagt, diese Stadt war auch immer geprägt vom Widerstreit von Metropole und Provinz. Und sie brachte Menschen hervor, die sie formte und die Weltgeschichte schrieben. Und dass wir eine Lehre oder mehrere Lehren aus unserer Geschichte ziehen. Und eins ist wichtig, Toleranz, Bürgersinn, Mittun, Gerechtigkeit. Und diese Dinge sind auch die Lichtblicke in der Geschichte unseres Bad Freienwaldes. Danke.